Ja, und damit herzlich willkommen zur Episode 2 von Zombie Curl Lab. Die nächste Zombie-Nacht steht an und da haben wir starke Zombies. 12, so wie ich das jetzt gerade richtig sehe. Der Ausbau hier oben, der ist noch nicht fertig. Das ist aber hier fertig soweit. Also wir haben hier Platz, wobei da muss noch ein bisschen was abgerissen werden. Ich hoffe sehr, dass die Zombies hier nicht auf das hintere Tor gehen, sonst haben wir hier ein Problem. Aber in den letzten angezockt sind die immer auf das erste Tor gegangen, was sie gesehen haben. Ich glaube... Warte mal, Forschungspunkte 100. Deko unfertig. Du wirst die Belohnung freischalten können, wenn das Ereignis Leuchtturm abgeschlossen ist. Ja, das haben wir natürlich noch nicht gestartet. Beruhigungsstation wäre schon mal nicht schlecht, wenn wir das machen. Können wir die Punkte nicht. Metallproduktion. Damit würde ich noch warten. Da brauchen wir noch mehr Heilmittelfortschritt, Elektrizität. Ich glaube, Batterie macht Sinn. Elektrizität, Batterie. Da werden wir mal 1, 2 bauen. Halt, lass mal kurz Pause. Wir können mal gerade direkt da dran machen. Haben wir erstmal 2 Batterien hier. Oder gleich 4? Ach, was soll das? Gleich mal 4. Brauchen wir aber nochmal so einen Masten. Eigentlich, dass es irgendwie schön aussieht. Okay. Cool. Ausgangssperre bitte. Und wieder Play. Wie sie da alle reinflüchten jetzt. Okay. Oha. Ja, doch, das sind ein paar. Ich sollte das in der Zukunft vielleicht schneller machen. Denn die sind jetzt hier in Gefahr. Komm, gib Gas. Unser Soldat kommt hier schon raus. Oh, scheiße. Oh, no. Wir haben Leute verloren. Shit. Ah, shit. Das hätte man wirklich früher starten sollen. Okay. Ich darf da wirklich nicht auf den letzten Drücker warten. Das ist ärgerlich. Wir könnten höchstens dann schauen, dass wir dann später hier Leute kriegen. Momentan sind keine zur Verfügung. Okay. Fast forward, please. So, der ist hier voll am Arbeiten. Bis jetzt, die kriegen alle zeitgleich Schaden. Nice. Meine Batterie Storage. Wie viel hat die? 2000. 2, 4, 6, also 8000 insgesamt dann. Die Eis schauen wir eigentlich noch gut aus. 689. Ich würde dann hier gern einen zweiten Perimeter machen. Das werde ich den ersten durchbrechen, dass wir immer noch den zweiten haben. Damit es wie so ein Verteidigungswall hier wird. Da machen wir aber noch nicht die Planung. Wir machen zuerst mal die Küche. Würde ich unbedingt ausbauen. Fast voll hier mit dem Futterhaufen. Gut. Nice. Okay. Ich spiele jetzt auf Risiko und sag den Zaun hier bitte abreißen. Yes. Habe ich noch einen vergessen? Hallo, den Zaun da. Jetzt. Okay. Fast forward.
brauchst Holz und Beeren, aber davon Holz haben wir nicht so viel. Ja, drei Leute da hinten. Wir werden mal Prio hier aufs Holz geben. So, da. Ja, wobei hier drin mal ein bisschen schlauer. Wieso kann ich auf dem Baum keine Priorität geben? Naja, so viel zu den Bugs. Ist zwar nicht game-breaking, aber trotzdem nervig. Cool, die sind hier schon am Heilen. Geil. Und was ich auch noch habe, ich kann hier die Priorität von dem Ding hier nicht ändern. Ich kann es auch, wenn ich es anklicke, von der vom Windgenerator auch nicht mehr ändern. Muss ich vermutlich abreißen und dann wieder hinbauen, dass er das weg hat. Aber es macht eh keinen Unterschied. Es ist nur so ein optisches Ding jetzt, weil der arbeitet eh für sich alleine. Zweite Behandlungskammer macht auch noch keinen Sinn, nachdem wir nicht so viel Holzinput haben. Okay. Das ist jetzt schon ein cooler Effekt, ne? Dass hier da über der Holzscheite rumliegen. Da, wo sie halt hier das abgebaut haben. Bei der Reklametafel gibt es auch Holz. Holzreklametafel. Fast fertig. Nice. Acht. Ich glaube, ich werde wieder mal ein paar losschicken. Ich würde sagen drei. Hier hätte ich gern einen Haufen Holz. Fleisch gern bitte. Da hätte ich auch gern nochmal 40. Den kann man nicht... Ja, doch. Okay, Helikopter abschicken. So, und ihr wisst nicht, was ihr zu tun habt. Ah, das wird sich bald ändern. Betten könnten wir eigentlich auch noch ausweiten. Was ist mit dir? Ah, du hast Hunger. Und Sofa. Okay, dann machen wir hier beides. Zweites Sofa hier. Und noch ein Bett. Und zwei. Cool. Oh, diesmal sind es 16. Hier fehlt's an Holz. Drei Arbeiter gehen. Wir werden hier nochmal zwei Zombies dazu nehmen, damit es schneller geht. Könnt ihr das bitte mal priorisieren da? Sonst haben wir beim nächsten Angriff ein kleines Problem. Nice. 30 Heilmittelfortschritt. So, komm, mach's aber bitte zu. Macht's die zwei da unten bitte ganz kurz weg. Prio hier. Ja, auf das da. Da kann ich hier erweitern. Ach, da ist schon wieder nur ein Futterstück drin. Nice. So, kurz passieren. Küche. Ich würde sagen, jetzt ziehen wir gerade hier auf das Ganze. 205. Naja, gut, was soll's.
brauchen wir. Und wenn das dann hier fertig gebaut ist, kann man dann hier sagen, verbinden. Aber das machen wir erst, wenn die so gut wie fertig sind hier. Ansonsten können sie den Raum hier nicht nutzen, wenn es hier nicht fertig verbunden ist. Oh, und reparieren. Maximale Prio. Sehr gut. Ah, ich glaube, ich fange mit dem zweiten Perimeter schon mal an. 1, 2, 3. So. Ah, shit. Ich muss zuerst den Zaun bauen. Wobei, soll ich es gleich von der ganzen Seite machen? Ja, macht vermutlich Sinn. Ziehen wir das gerade hier mal durch. Einmal so bauen. Und das Tor hier genau gegenüber. Cool. Da haben wir hier schon mal einen besseren Schutz. Und dann werden wir hier die Verteidigungsanlagen ein bisschen anders positionieren, inklusive den Strommasten. Warum seid ihr jetzt da zeitgleich drin? Machen wir einmal Tag und einmal Nacht. Können wir eigentlich hier auch machen. Schöne Abwechslung hier drin. Wie sehen wir denn eigentlich aus mit der Zufriedenheit? Mensch, mal kurz aus. Ja. Ja, beides geht gut, aber er muss mal... Oh, schlechte Stimmung hier. Ja, dann isst doch mal bitte was. Hier beim Trainingsraum könnte man eigentlich auch mal eine zweite Beinpresse hinbauen. Na komm. So. Oh, scheiße. Ich hab schon wieder vergessen. Ausgangssperre. Dürfte aber eh nicht viel draußen sein. Okay, ihr geht's alle rein. Lol, die gehen jetzt hier auf das Tor. Wie doof ist denn das? Man könnte jetzt natürlich Bug-Using machen und einfach mein Tor irgendwie da und da hinstellen. Wenn das so ist. Aber so ist das garantiert nicht geplant. Okay, 52, 58, 40, alles klar. Also Aerosoft, falls ihr dazu guckt, das sollte man vielleicht ein bisschen beheben. Nicht ganz nachvollziehbar. Und da brauchst du jetzt auch nicht mehr sehr viel. Letzten Stücke noch. Okay, so, normale Geschwindigkeit. Wir gehen jetzt in das Baumenü. Gehen wir auf die Küche. Und jetzt hat es hier unten Räume verbinden, Räume verkleinern und Räume teilen. Wir sagen jetzt hier Räume verbinden. Wählen hier das Ganze hier aus. Und sagen verbinden. Ich hoffe, ich habe jetzt alles erwischt. Und jetzt machen sie hier die Wand weg. Und jetzt ist das quasi alles nicht benutzbar. Bis das hier verbunden ist und das hier fertig gebaut ist. So, jetzt sollten sie auch da unten hinkommen. Ja, da sind sie vorher nicht hingekommen, weil wir hier keine Tür hatten.
Oh, und ich sehe gerade einen Fehler. Das ist jetzt nicht ganz so, wie ich das wollte. Ah, shit. Wir müssen den Zaun hier nochmal anders machen. Alle eingefroren? Cool. Nächste Nacht keine Zombies. Sehr geil. Wisst ihr was, dann werden wir hier den Zaun gerade mal erweitern. Auf das. Und nachdem wir keine Zombies haben, das hier bitte abreißen. Ach, schon wieder eins vergessen hier. So, das müsste eigentlich passen. Küche ausbauen. Wir machen eine zweite Futterstelle. Und einen dritten Fleischgenerator hier. Und los geht's. Höchste Prio werden wir auf den Bereich hier geben. Ah, wir brauchen ja hier wieder Strom. Das habe ich jetzt gar nicht gedacht. Das sind wir hier. Hey, wieso kommst du hier nicht rein? Wir kommen jetzt hier nicht raus, oder was? Können wir das mal hier abreißen? Hey, wieso kommt jetzt da nirgendwo mal hin? Hä? Ach so, Ausgangssperre war noch aktiv. Ah. Ich bin so doof. Oh, bitte wieder bauen. Ah, Forschung. Lass mal eine zweite Behandlungskammer hier bauen. Den Strom schon mal vorsorgen. Hier geben wir jetzt auch mal die höchste Priorität, damit du Holz bekommst. Damit wir hier mehr Zombies haben. Hier haben wir schon maximal alles drin. Da könnte noch ein Zombie mitarbeiten. Und da dürfen noch Menschen arbeiten. Was sind eigentlich unsere Träger? Das sind da hinten oben. Ja, okay, da fehlt es noch als Personal. Ja, ich hoffe, ich kann dann einfach hier so eine Wand draufziehen und das dann irgendwie verbinden, aber ich glaube es mal nicht. Ja, ich glaube, maximal einen können wir noch umwandeln, beziehungsweise behandeln. Und für mehr reicht die Zeit nicht. Bei der nächsten Nacht, wenn hier die zweite Behandlungskammer dann steht, sollte man wesentlich mehr machen können. Schaut's aus mit der Zufriedenheit. Naja. Und die Zombies. Okay, ist soweit. Gefällt mir. Oh, Forschungspunkte haben wir wieder einen ganzen Haufen. Bauen. Da gibt es momentan nichts Interessantes. Einfrieren. Machen wir 3000 Holz dafür. Rückbank. Plus 10% Stimmung, plus 50% Training. Ja, bitte. Da braucht es mega viel Holz. Kann ich das jetzt einfach upgraden hier? Nee. Bei gewissen Objekten kann man nämlich upgraden. Moment mal, das war Training.
Ah, Drückbank. Hat mal zwei. Könntest du das da hinten erstmal abreißen? Sonst kommt sie da nicht mehr dazu. Komm, stell raus hier. Sehr gut. Also, Küche. Wand. Scheiße, ich kann das nicht so bauen. Ja gut, ist wie es ist. Dann haben wir hier mehr Platz für die Forschungsstation. Da fehlt es an menschlichem Personal. Wo können wir einsparen? Hier mal zwei weg, dafür zwei Zombies dazu. Und dann hat es hier Platz. Cool. Na gut, dann werden wir hier die Forschungsstation ausbauen. Ah, Forschungsraum. Das ganze Areal bitte. 150 Holz, was wir nicht haben. Dann muss ich mich mal bremsen mit dem Ausbau. Oh. Ich sehe gerade, das muss ich ein bisschen versetzen hier. Am besten hier nach oben. Bei der Reichweite grenzwertig. Ich versetze euch mal nach hier oben. Und dann passt es. Okay, ja, ich würde mal sagen, wir werden hier mal ein bisschen die Zeit vorspulen. Wir sind für euch einen kleinen Cut. Bis wir, glaube ich, beim nächsten Angriff sind, weil momentan ist es nicht spannend. Ich werde das dann hier verbinden und noch ein paar Forschungstische hier bauen. Also, liebe Leute, bis gleich. Und da wären wir auch schon wieder. Der Bau ist soweit fertig und ja, ich habe hier noch eine Behandlungskammer hingebaut. Habe hier oben die Schichten angepasst. Da noch ein bisschen erweitert. Und ja, hinten noch Beruhigungsstation hingebaut. So süß da mit den kleinen Schafen und das Ding dreht sich dann. Ja, wir haben noch einen zweiten Blasebalg. Weil das geht hier langsam nach unten. Und ich bin mal gespannt, was jetzt die vier hier dann wegschießen werden. Weil jetzt haben wir dann 23 Zombies. Ah, spannend. Wir machen erstmal schnell Vorlauf. Du brauchst hier nur beim Tag arbeiten. Alle drei. In der Nacht macht das keinen Sinn. Alle besetzt. So nach der Nacht werde ich den anders ausrichten, damit die alle gleich ausschauen. Ja, Gemüse passt, aber das werden wir dann auch mal zwei machen. Aber erstmal müssen wir hier den Behandlungsfortschritt hochdrehen. Dafür brauchen wir Zombies, die wir einschicken. So, Ausgangssperre. Kommt mal bitte rein hier. Holy shit! Moment, kann ich da einen Screenshot machen? Oh ja, das sieht cool aus. Ah, ich wünschte, ich könnte das Interface irgendwie ausblenden. Mal kurz Screenshot. Dankeschön. Und los geht's. Holy fuck. Die Verteidigung müssen wir echt schnell ausbauen. Oh no, ich hab das nicht reparieren lassen. Und zwar bitte alle zum Tor. Dankeschön. Okay, ein bisschen schneller. Kann ich mal das leisten, dass ich hier so kurz reparieren? Oh, sie kommen. Es darf nur nicht das Tor hier kaputt gehen.
Okay, macht's bitte schnell. Das Tor schaut nicht mehr so gesund aus. Ah, das ist nicht. Es ist ziemlich gefährlich, was ich hier mache. Kann ich auf das Tor höchste Priorität geben? Scheiße, ich glaube, das wird sich gleich rächen. Ja, er macht das Tor, oder? Nice. Ja, ganz jetzt entschieden. Aber es hilft momentan. Vielleicht bauen wir noch eine zweite Schneekanone. Für den doppelten Effekt. Könnte man eigentlich schon mal einen Auftrag geben. Schneekanone. Den Bereich hier? Ja. Aber macht sich gut, die Verteidigungsanlage. Gefällt mir sehr gut. Was macht die Zufriedenheit der Zombies? Ja, beides geht gut. Sehr gut. Okay, jetzt dürften sie eigentlich gleich mal abhauen. Cool. Ausgangssperre weg. Dann holt euch mal die Zombies. Durch den Zaun, alles klar. Und Nummer 3. Oh, die hängen da fest. Aber gut, solange sie uns nicht angreifen, ist das eigentlich egal. Warum ist da keiner? So, aber jetzt. Nice. Das ist eigentlich wie in der Fabrik jetzt hier mit den ganzen Zombies da. Ich glaube, ich warte, bis sie fertig sind und dann schicke ich den Helikopter. Was haben wir als nächstes? 27. Oha. Also starke Zombies, dann keine Zombies und dann wieder starke Zombies. Wir müssen die Verteidigung hochbringen. 450 Forschung. So, macht's mal bitte ein bisschen schneller. Wir können hier schon mal sagen, reparieren, was gerade geht. Ansonsten haben wir ja nichts zum Reparieren. Essen schaut gut aus. Ja, momentan gibt es gar nicht so viel zu tun. Wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir hier auf die nächste Stufe kommen. Und dass wir einen Haufen Holz hier kriegen. Ja, die zwei, glaube ich, werden wir auch nur schaffen. Holy shit, sind das jetzt viele Zombies. Okay, wir werden jetzt doch schon mal welche wegschicken. 1, 2, 3. Haben wir schon das nächste. Oh, das sind dann schon zu viele. Ein noch. Bitte maximal Holz. Und Lebensmittel. Ja, ich glaube, so möchte ich das. Abschicken. Das ist schon eine geile Funktion, dass wir hier Ressourcen vom Hauptlager kriegen. Weil ich wüsste zum Beispiel auch nicht, ob man die Bäume irgendwie wieder anpflanzen kann.
glaube. Hubschrauber kommt, Arbeiter gehen 4. Wir werden hier noch so einen Forschungstisch hinbauen. Dritten. Nice, dann haben wir erstmal Ressourcen. Yes, und der letzte. Cool, kein verloren. Okay, wann kommt jetzt die Nachricht mit dem Heilungsfortschritt? Yes. 40. Dann schauen wir mal hier rein. 3000 Holz. Wissenschaft. Jetzt haben wir hier Stufe 2. Oh shit. Behandlungskammer 2 braucht 200 Strom. Und da brauchen wir dann auch Eisen. Minus 10 Metall pro Stunde. Jetzt müssen wir die Eisenverarbeitung irgendwie starten. 3000 Holz. Okay. Bevor wir das machen, Produktion mit einem Hochofen für die Metallproduktion. Der müsste hier sein. Braucht 5 Holz pro Stunde. Den Hochofen werden wir mal hier oben platzieren. Da machen wir auch mal 2. Coole Sache. Ja, dann heißt das mal warten, dass wir so einen Haufen Holz haben und dass wir die Wellen hier überleben. Die Verteidigung. 3000 Holz. Oh Mann, ey. Ja, gut. Ich werde die nächsten Zombies dann auch alle umwandeln und einschicken, weil dann haben wir schon mal einen Fortschritt für den Heilungs-Ding da. Kriegt zwar nicht so viel mit Level 1, aber immerhin. Boah, 1350 brauchen wir dann fürs Höchste. Und da werden sie dann wieder zum Menschen. 1000 Forschung, 250 Elektronik, Chemikalien. Okay, ja, das wird noch ein bisschen dauern. Bis dahin erstmal überleben. Gut, das soll es erstmal für die Episode gewesen sein. Die nächste Episode kommt morgen zur gleichen Zeit wie die hier. Und ja, ich hoffe, wir überleben bis dahin. Wird spannend, nachdem das jetzt immer stärker hier wird. Jetzt sind wir hier bei Level 3,5. Und vor allem, je länger unsere Mission dauert, umso höher wird das ja auch schon. Spannend, aber macht Spaß. Cool, hier haben wir dann alle. Ja, von den Leuten her passt's. Läuft. Fällt mir wirklich sehr gut. Also, ich wünsche Spaß und bleibt gesund. Bis morgen. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.